Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mit euch gemeinsam mal das Thema Stromverbrauchsmessung in Home Assistant etwas näher betrachten. Ich habe schon die ein oder andere Shelly Plug S im Einsatz. Damit messe ich den Stromverbrauch einzelner Geräte bzw. einzelner Steckdosen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Was mich aber viel mehr eigentlich interessiert, ist der Gesamtverbrauch des Hauses. Da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und bin letzten Endes beim Shelly 3EM gelandet. Den habe ich mir jetzt mal bestellt, der ist jetzt endlich auch gekommen und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der Shelly 3EM ist ein Gerät, mit dem wir in der Lage sind, 3 unabhängige Strommessungen parallel durchzuführen. Jede einzelne Messung ist bis 120 Ampere möglich und insofern eignet der sich wunderbar, um unsere 3 Phasen im Hausanschlusskasten bzw. in der Unterverteilung durchzuführen. Der Shelly 3EM wird in der Unterverteilung einfach auf die Hutschiene gesteckt, dann muss er nur noch mit Strom versorgt werden und er liefert 3, ich nenne es mal Stromzangen mit. Diese klippt man richtig rum um die entsprechenden 3 Phasen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Schauen wir uns natürlich alles Schritt für Schritt an. Ich würde sagen, wir packen den Shelly jetzt erst einmal aus und schauen mal, was mir da geliefert wurde. Ja, und hier ist das gute Stück. Packen wir es direkt mal aus. Und so sieht der Karton von innen aus. Hier haben wir unseren Shelly 3EM. Holen wir mal direkt raus. Auf der einen Seite, da finden wir hier Schraubverbinder, wo wir auf der Oberseite einfach unsere Kabel einstecken und festschrauben können. Und auf der anderen Seite, da gibt es solche 4 Steckverbinder und diese sind eben für unsere 3 Stromzangen. Ja, so sehen diese Stromklemmen beim Shelly aus. Hier haben wir jetzt ein C drauf. Und bei den beiden gehe ich jetzt einfach mal davon aus, diese werden dann ein A und ein B haben. Schauen wir uns das Ganze direkt noch an. Hier haben wir ein A, das dürfte dann die Klemme B sein. So ist es. Die Klemmen machen auf jeden Fall einen sehr wertigen Eindruck, scheinen sehr gut verarbeitet zu sein, gehen auch gut auf, trotzdem sind sie fest verschlossen. Was man allerdings sagen muss, diese Klemmen sind zumindest mal relativ groß und klobig. Also die im Sicherungskasten oder in der Unterverteilung, genauer gesagt, unterzubringen, das ist sicherlich keine ganz leichte Aufgabe, sollte aber zu bewerkstelligen sein. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt mal runter an die Verteilung und bauen dieses Gerät ein. Bevor ich jetzt aber loslege, noch eine kleine Bitte und zwar: Wenn euch meine Videos gefallen und weiterhelfen, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen hoch, unterstützt mich wirklich sehr, denn das zeigt nicht nur mir, dass euch meine Videos gefallen, sondern es zeigt auch dem YouTube-Algorithmus, dass es sich lohnt, die Videos weiter zu verbreiten und das wird mich natürlich riesig unterstützen. Also vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Wenn ihr mich noch weiter aktiv unterstützen möchtet, habt ihr dazu die Möglichkeit über Affiliate-Links, die findet ihr unten in der Videobeschreibung, einfach darüber eure Bestellungen bei zum Beispiel Amazon aufgeben. Ich bekomme eine Provision, ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche, wird mich riesig unterstützen und wenn ihr mich langfristig unterstützen möchtet, dann gäbe es noch die YouTube-Mitgliedschaft. Diese findet ihr hier unten neben dem Abonnieren-Button. Könnt ihr euch mal ansehen, erkläre ich da auch nochmal alles in einem kurzen Video. Vielen, vielen Dank für jede Art von Support, sei es ein Like, sei es ein Kommentar, sei es ein Abo oder natürlich auch die Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank dafür und wir legen jetzt direkt los mit dem Video und ich gehe runter und wir bauen das Ganze hier mal ein. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut, holt euch bitte einen Fachmann für die Elektroarbeiten. Strom ist lebensgefährlich und gerade Arbeiten im Sicherungskasten sollten daher nur vom Fachpersonal erfolgen. Wie sagte Mr. Thiemann auf Discord, lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Kommen wir jetzt noch zu den 5 Sicherheitsrichtlinien. Vor Beginn der Arbeiten auf jeden Fall freischalten. Gegen Wiedereinschalten sichern, dann die Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen und benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
Ja, hier befinden wir uns jetzt erstmal bei meiner Unterverteilung für das Erdgeschoss und ich würde sagen, hier packen wir jetzt mal unseren Shelly rein. Machen wir ihn dazu erstmal auf. So, und jetzt kann man hier eigentlich ganz schön sehen, hier ist der Zähler, von hier geht der Strom rauf in diese Verteilung mit den beiden Sicherungen. Einmal für die Unterverteilung Erdgeschoss und einmal für die Unterverteilung erstes OG. Und über diese drei braunen Adern kommen hier die drei Phasen unten auf den FI für die gesamte Unterverteilung des Erdgeschosses. Heißt, den FI machen wir gleich stromlos, damit wir hier an den Sicherungen auch sicher arbeiten können. Und dann müssen wir uns nur noch drei Sicherungen aussuchen, an denen wir unseren Shelly hier anschließen. Und dabei ist natürlich zu beachten, es müssen natürlich auch die drei entsprechenden Phasen sein. Und das ist ja immer Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und so weiter. Heißt, wir brauchen hier drei nebeneinander liegende Sicherungen in der Regel. Legen wir einfach mal los. Ich schalte jetzt hier als erstes mal den FI aus. Der Strom von der Lampe kommt aus der anderen Etage, insofern hier sind wir jetzt erstmal stromfrei. So, und hier habe ich jetzt erst einmal vier Adern vorbereitet und diese legen wir jetzt hier unten auf die Schaltklemmen und zwar für N, VA, VB und VC. So sieht das Ganze jetzt erst einmal aus. Auf jeden Fall mit dem Zugtest jede einzelne Ader noch einmal überprüfen, dass hier die Schraubverbindung auf jeden Fall sicher und fest ist, dass sich hier nichts mehr losrappeln kann. Und damit sind wir auf der unteren Seite eigentlich auch erstmal schon fertig. Heißt, jetzt kommen wir hier oben zu den Steckverbindern und dafür müssen wir zuerst einmal unsere Klemmen platzieren. Ich nehme mir also jetzt die Klemme A und hänge die jetzt mal an die erste dieser drei Phasen. Dabei aufpassen, hier auf der Rückseite, da steht ein K und ein L und ein Pfeil, der von K nach L zeigt. L ist die Seite, wo der Strom herkommt und K ist die Abnehmerseite. Heißt, wir müssen das Ganze jetzt so rum platzieren, L zeigt Richtung Zähler. Klemme B und Klemme C. Wie schon gesagt, diese Klemmen sind relativ groß, also um die Ordnung kümmere ich mich später. Erstmal bauen wir das Ganze auf und testen das Ganze, bevor wir es jetzt erstmal schön machen und dann läuft es nicht. Das machen wir hinterher nach dem Video. Ich möchte jetzt das Video damit auch nicht unnötig aufblähen. Also wir schließen das Ganze erstmal nur an und testen das Ganze gleich und das Aufräumen mache ich im Anschluss. Kommen wir also jetzt zu dem Shelly. Hier müssen wir also jetzt nur noch diese vier Adern anschließen entsprechend. Die drei kommen auf die Sicherung 1, 2 und 3. Und der blaue, also der N-Leiter, entsprechend hier oben auf eine von den Null-Leiter-Schienen. So, wir haben jetzt unsere drei Klemmen an den drei Phasen angeschlossen, beziehungsweise sie darum geklemmt. Und der Shelly ist entsprechend auch an den drei verschiedenen Phasen entsprechend hinter einer Sicherung angeschlossen. Dabei bitte nochmal genau kontrollieren, dass auch hier die Phase A wirklich der Klemme A-Phase entspricht. Jetzt müssen wir nur noch unsere Klemmenverbinder hier oben am Shelly anschließen. Dabei natürlich eben entsprechend die Reihenfolge, wie gerade schon erwähnt, beachten. Hier vorne haben wir also die Phase A. Als nächstes die Phase B. Und abschließend Phase C. Jetzt können wir das Ganze hier auf die Hutschiene aufklippen. Dafür gibt es hier oben diesen kleinen Haken. Wenn man den ein bisschen nach oben zieht, dann springt der Shelly automatisch auf die Schiene drauf und ist jetzt, wenn auch erstmal provisorisch, zumindest angeschlossen. Und ich würde sagen, das testen wir jetzt direkt mal. Schalten wir mal den FI wieder ein. Beim Shelly blinkt, das heißt, das hat soweit schon mal geklappt. FI bleibt auch drin, also ganz so verkehrt kann es nicht gewesen sein. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal eben mein Handy und wir versuchen mal auf den Shelly zu verbinden. Denn dieser sollte, wie Shelly üblich, jetzt einen Access Point eröffnet haben, auf den wir nun mit unserem Smartphone verbinden können, um dem Gerät unsere WLAN-Zugangsdaten mitzuteilen, damit er in unser Netzwerk aufgenommen wird. Und dann können wir das Ganze auch schon in Home Assistant integrieren.
So, hier habe ich mein Handy, das blende ich euch jetzt hier am Rand auch direkt mal ein. Und was wir jetzt als erstes tun müssen, ist, wir müssen in das passende WLAN wechseln. Hier seht ihr auch schon, wir haben hier ein Shelly EM3 Netzwerk. Das wähle ich jetzt einfach mal aus. Er verbindet. Und dann wechseln wir auch direkt in den Browser. Im Browser tragen wir dann die IP-Adresse 192.168.33.1 ein. Und wenn wir diese Seite aufrufen, kommen wir sofort auf unseren Shelly 3EM. Und jetzt seht ihr hier auch schon, 0,18 kW werden gerade von diesem Schaltschrank hier verbraucht. Und wir sehen auch sehr schön hier in der Übersicht die einzelnen drei Phasen. So, hier am unteren Rand des Menüs sehen wir einen Punkt Internet und Security. Den wählen wir jetzt einfach mal aus. Aktuell befindet sich der Shelly ja hier im Wi-Fi Mode Access Point. Wir möchten ihn aber mit unserem eigenen WLAN verbinden. Also gehen wir auf Wi-Fi Mode Client und setzen hier einmal den Haken. Und jetzt müssen wir unseren WLAN-Zugangsdaten eintragen. So, ich habe jetzt mal die App Fing gestartet und einen Gerätesuchlauf durchgeführt. Und jetzt sehen wir hier unten einen Shelly mit der IP-Adresse 192.168.5.173. Das heißt, das ist jetzt unsere neue IP-Adresse 192.168.5.173. Und wenn wir die jetzt aufrufen, kommen wir nun wieder auf unseren Shelly, aber über unser eigenes Netzwerk. Ich würde sagen, wir testen jetzt mal eben kurz noch die Funktion von dem Shelly, ob die Überwachung der Geräte auch entsprechend funktioniert. Und ich würde sagen, dazu schalten wir mal testweise den Backofen ein. So, meine Frau hat uns jetzt aus der Küche mal unterstützt. Und zwar sehen wir jetzt schon auf der Phase 3 2151 Watt. Also, wie wir sehen können, der Backofen wird sofort hier erkannt und uns entsprechend auch mit der Stromabnahme angezeigt. Und wenn wir jetzt den Backofen wieder ausschalten, dann seht ihr, sinkt der Stromverbrauch auch sofort wieder auf 26 Watt. Das Ganze funktioniert also wirklich in absoluter Echtzeit tadellos. Ich würde sagen, wir wechseln damit dann jetzt wieder rauf ins Büro und binden das Ganze mal in Home Assistant ein. So, wir sind nun wieder bei mir im Büro und hier seht ihr jetzt den Shelly 3EM bei mir im Browser. Wenn wir jetzt hier mal runterscrollen, sehen wir hier an dem Button für Settings dieses kleine orange Icon und das signalisiert uns, dass ein Update verfügbar ist. Wenn wir also da mal draufklicken und hier den Punkt Firmware Update öffnen, dann sehen wir hier, Current Firmware Version ist die 2020 und so weiter und New Version 2021. Also es gibt eine neue Version, klicken wir also direkt erstmal hier auf Update Firmware. Das müssen wir hier oben einmal mit Yes bestätigen und jetzt warten wir einfach, bis das Firmware Update abgeschlossen ist. So, unser Update ist abgeschlossen. Hier die Benachrichtigung über das Update ist auch verschwunden. Insofern können wir jetzt direkt ins Home Assistant wechseln. Im Home Assistant haben wir jetzt auch schon hier unten eine Benachrichtigung und hier sehen wir, er hat ein neues Gerät erkannt. Klicken wir also mal auf Check it out und jawohl, es ist unser Shelly EM3. Heißt, ich muss hier jetzt nur noch auf Konfigurieren klicken, aber falls ihr diese Benachrichtigung nicht bekommen solltet, klickt ihr einfach hier unten auf Integration hinzufügen, sucht hier nach Shelly, dann sollte hier eine entsprechende Instanz auftauchen. Sollte euer Gerät hier nicht bei sein, habt ihr hier unten die Möglichkeit, richte eine andere Instanz von Shelly ein auszuwählen und tragt dann hier die IP-Adresse von eurem Shelly-Gerät ein. Meiner wurde erkannt, insofern klicke ich jetzt hier auf Konfigurieren. Hier kommt jetzt nochmal der Hinweis, möchtest du das Shelly 3EM einrichten? Batteriebetriebene Geräte, die passwortgeschützt sind, müssen aufgeweckt werden, bevor du mit dem Einrichten fortfährst. Unser Gerät ist nicht batteriebetrieben, insofern betrifft uns die Nachricht gar nicht, also absenden. Das Gerät wurde hinzugefügt, ich kann jetzt hier noch einen Bereich auswählen und fertig. Wenn wir jetzt hier einmal runterscrollen, dann sehen wir hier, der Shelly liefert uns 24 Entitäten.
Wenn wir jetzt hier einmal draufklicken, dann sehen wir, haben wir hier vier Entitäten, die aus irgendeinem Grund nicht verfügbar sind. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal rauszoome, dann sehen wir, dabei handelt es sich um Cloud, Firmware Update, RSSI und Update. Zur Verfügung stehen uns aber immer noch 20 Sensoren, dabei haben wir einen Switch und dann für die jeweiligen drei Kanäle Current, Energy, Energy Returned, Power, Power Factor und Voltage. Bei diesem Switch handelt es sich um ein Relais, welches an den Pins I und O in der Grafik angeschlossen ist. Darüber haben wir also die Möglichkeit, zum Beispiel noch eine Lampe oder was auch immer wir möchten, anzuschließen und dieses über diesen Switch ein- und auszuschalten. Ganz unten gibt es dann noch einen Overpowering Binary Sensor. Scheinbar hat dieses Gerät also auch noch einen Überspannungsschutz integriert. Ich würde sagen, binden wir die Sensorwerte doch mal in Home Assistant auf dem Dashboard ein. Gehen wir dazu wieder auf 100%. Ich wechsle in die Übersicht auf den Reiter Test, sage hier Benutzeroberfläche konfigurieren und füge mal eine Karte hinzu. Ich wähle einfach mal die Elementekarte und dann suchen wir mal nach Shelly EM3. So, ich habe jetzt hier mal alle Sensoren auf das Dashboard gepackt und sie mal nach Phase A, B und C unterteilt. Und so könnte das Ganze jetzt im simpelsten Fall aussehen. Welche Karten ihr hier verwendet, liegt natürlich bei euch. Da gibt es natürlich wesentlich schönere Varianten. Aber ich wollte euch einfach mal einen Überblick darüber verschaffen, welche Werte euch beim Shelly 3 EM zur Verfügung stehen. Ja, so viel erstmal zum Shelly 3 EM. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!